Emotion als Ventil, das ist ja etwas ganz Gesundes. Und viele Menschen im Alltag gehen ja eher so mit den Emotionen um, dass sie eben noch nicht das so herausgefunden haben, wie man das als Ventil nutzen kann. Mhm. Emotionen über Musik auszuleben ist sicherlich eine ganz wunderbare Art und Weise. Haben Sie denn vielleicht den einen oder anderen Tipp für die Menschen, wie das auch möglich ist, wenn man jetzt nicht ein Star ist, wie Sie es sind? Ich glaube, das hat gar nichts jetzt damit zu tun, dass ich ein Star bin, das schon mal gar nicht, weil in erster Linie sind wir alles Menschen. Wie mein Vater immer schön sagt, wir kommen unter die gleiche Erde oder werden im gleichen Feuer verbrannt. Das muss man in erster Linie erstmal für sich ausmachen. Inwieweit möchte man diese Emotionen rauslassen? Inwieweit möchte man so ehrlich wie möglich sein? Und da gibt es keinen 0815-Tipp, weil oftmals werden Tipps gegeben, die dann aber, sage ich mal, wie ein Bumerang zurückkommen und die Menschen, ich sag mal, noch einsamer machen in ihrer Emotionswelt. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der klar die Musik damit, die Musik als Ventil benutzt, aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht so, wie ich in den Liedern spreche, mit einem Menschen sprechen. Was ich natürlich sagen kann, ist, es kommt natürlich auch immer auf die Emotionen drauf an. Was sind das für Emotionen? Es gibt Emotionen, die man im Straßenverkehr hat, es gibt Emotionen, die man in der Partnerschaft hat, es gibt Emotionen, die man in der Freundschaft hat, die man seinen Eltern gegenüber hat, da muss man halt abwägen. Ja? Und man muss seinem Gegenüber auch das abwägen. Kann ich ihm das jetzt sagen? Muss ich das jetzt unterdrücken? Ich denke schon, dass man seinen Emotionen im größten Sinne freien Lauf lassen sollte und auch muss, aber dann doch darauf achten, wie und wann man es macht. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig. Absolut, absolut. Es gibt gewisse Emotionen, die zum Beispiel ich habe, die mir sehr wichtig sind, die aber mein Gegenüber, ich sag's mal ganz krass, einfach gar nicht verkraftet. Weil sie bei mir gerade im Moment so stark sind und bei dem Gegenüber, der das gar nicht aufnehmen kann. Das wäre dann zu viel für seine Seele. Und deswegen sage ich, es ist unheimlich wichtig, da auch irgendwo die Grenze zu ziehen und nicht alles rauszulassen und vor allem darauf auch zu achten, was man sagt und wem man sagt. Absolut, richtig. Das sehe ich ganz genauso wie Sie. Es ist auch ganz wichtig, dass ich, wenn ich einen gewissen Überdruck oder Unterdruck an Emotionen habe, dass ich das erstmal gut handle und dann mit der gesunden Energie sozusagen, die auch allgemeingültig verträglich ist. Absolut.